von Ron in Besitz ergriffen und sie damit in eine Falle gelockt hat. Die Ninja reisten zu dem angeblichen Ort der Ruhestätte des ersten Spinjitzu-Meisters, um zu verhindern, dass Momo den Weltenkristall in die Finger bekommt. Der Kristall ist so machtvoll, dass der erste Spinjitzu-Meister wollte, dass er nie gefunden wird. Deshalb hat er ihn mit in seine versteckte Ruhestätte genommen, die von drei Prüfungen geschützt wird. Die Rückseite der Erhältnisrolle verbirgt eine Karte, die in Verbindung mit dem Schwert der Prophezeiung den wahren Ort der Ruhestätte verrät. Ich nehme gerade auf. Mach das Trollo hoch. Ich nehme auf.